Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das Thema heute Abend heißt Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Immer mehr Singles gibt es, immer mehr wilde Ehen gibt es und die Standesbeamten werden auch nicht arbeitslos. Da muss man schon fragen, was ist los mit den Beziehungskisten? Wir haben drei Paare eingeladen, mit denen wir darüber heute Abend sprechen wollen. Das Ehepaar Sir George und Lady Valerie Jolty. Herzlich willkommen. Die frisch verheirateten Reto und Paula Lamm. Und Hans-Joachim Friedrichs mit seiner Lebensgefährtin Ilse Maddaus. Ja. Bitte. Bitte schön. Tja, wenn ich ihn so sehe, Mr. Tagesthemen, das werden Sie nie mehr los, den Titel. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Denn Sie haben sozusagen die Tagesthemen ja zu dem gemacht, was Sie heute sind. Naja, Sie haben sie aus der Taufe gehoben, kann man sagen. Da fing's an. Gab's schon, ja. Gab's schon, aber irgendwie, seit Sie es gemacht haben, war es ein Begriff. Wenn ich mir vorstelle, was Sie so früher um 11 Uhr abends gemacht haben, sich haben abschminken lassen, vielleicht noch ein Glas Wein getrunken, was machen Sie jetzt so um diese Zeit, 11 Uhr abends? Jetzt denke ich daran, dass der Uli Wickert sich abschminken lassen muss. Ja. Und hebe dann mein Glas und trinke einen Schluck auf sein Wohl. Und bedauern Sie, haben Sie jemals wieder bedauert, dass Sie damals aufgehört haben? Denn Sie haben ja freiwillig aufgehört. Ja, ich wollte das so. Ich habe das dem Sender auch zwei Jahre vorher mitgeteilt, dass ich am Ende meines zweiten Vertrages die Arbeit da beenden möchte, um in den Ruhestand zu treten. Das hat dann ja auch geklappt. Frau Maddaus, Sie leben zusammen. Ist er ein schwieriger Rentner? Nein. Es gibt ja so Rentner, die in ein Loch fallen und dann irgendwie schwierig werden, weil sie also irgendwo keine Aufgabe mehr haben und sowas. Wie hat er gar nicht. Ist er keinen Moment. Es gibt Leute, die sagen, ich sei für den Ruhestand geboren. Ja. Also das ist irgendwie erstaunlich, wenn man ihr Leben so ein bisschen kennt. Sie waren Korrespondent in Vietnam, in New York, in der halben Welt rumgekommen, haben ZDF-Sportstudio gemacht an die Tage. Also eigentlich sehr bewegt. Ja, aber ich habe dann auch immer wieder aufgehört. Sie haben immer wieder aufgehört und können das gut machen. Wie sieht so ein typischer Tag aus? Arbeiten Sie? Sind Sie berufstätig? Nicht mehr. Auch nicht mehr? Nicht mehr. Sie können also wissen Sie, seitdem, wenn man angefangen hat, Golf zu spielen, dann bleibt keine Zeit mehr. Ach, dann brauche ich ja nicht zu fragen, wie Ihr Tag aussieht. Aha, ja, Sie spielen einfach Golf. Ja, alle, die ich kenne, die Golf spielen, die machen nichts mehr anderes. Es ist eine Zeitvernichtungssport, glaube ich. Es ist ein Zeitvernichtungssport. Ja, wirklich wahr. Wie viele Schläge brauchen Sie, um einen Ball in ein Loch zu bekommen? Von wo aus gesehen? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Dann lassen wir das lieber. Ich hör nur immer, man braucht ein Handicap. Ich stelle mir das so vor, das ist jemand, der ein Handy in der Hand hat und eine Cap auf hat. Und dann irgendwie, also ich habe wirklich keine Ahnung. Muss man auch nicht. Muss man nicht. Muss man nicht. Ist das gesund? Es ist sehr gesund. Deswegen machen wir das auch. Also ich jedenfalls ganz sicher. Ich komme auf diese Weise 4 bis 5 Stunden bei körperlicher Bewegung an die frische Luft. Und habe was zu tun. Spazieren gehen finde ich schwierig. Aber andere halten sich einen Hund dafür. Den haben wir auch. Auch noch? Das ist richtig, auch noch. Da ist man ja wirklich beschäftigt. Ja. Aber nur mal abgesehen vom Hund und vom Golf, wie fühlt man den Tag aus? Also was macht man, was machen Sie, nicht man, dass da nicht so etwas entsteht? Ich meine, Sie sagen Zeitvernichtungssport, aber das allein kann es ja dann auch nicht sein. Sie meinen nur Golf? Ja, kann es ja nicht sein. Nein, natürlich nicht. Wissen Sie, ich habe eine große Familie und habe 3 Kinder großgezogen. Und mit den 3 Kindern waren natürlich auch immer die Freunde von diesen 3 Kindern da. Es war immer unheimlich viel los. Und jetzt genieße ich es, auch am Tag mal ein Buch zur Hand zu nehmen oder einfach mal eine Stunde zu lesen. Oder das ist einfach Luxus für mich.
Das genieße ich. Herr Friedrich, Sie waren irgendwie als, immer als der begehrteste Junggeselle von Hamburg bekannt, der auch eigentlich sozusagen keine Chance auslässt, oder wie man das so vornehm anbringt. Ich glaub, man sagt sonst, lässt nicht also andere. Irgendwelche blöden Ausdrücke gibt es. Also man hat gesagt, Sie sind sehr lebenslustig. Ich war dabei. Können wir es dann? Sie waren dabei. Ja. Und als äußeres Zeichen hatten Sie einen roten Porsche, wenn das richtig ist. Einen roten habe ich nie gehabt. Ich hatte mal einen weißen und einen grünen und einen blauen, aber nie einen roten. Das ist also schon eine abgemilderte Form von, wie soll ich sagen, Symbol, von Kraft- und Jugendsymbol. Ja, das, dazu muss ich mich bekennen, das war so, ja. Das, ich habe dann aber gemerkt, dass das einem bestimmten Lebensalter einen Effekt hat, der mir nicht so gefiel. Man macht sich da ein bisschen lächerlich, denke ich, wenn man noch so den jungen Dynamischen gibt, ohne es zu sein. Und habe dann beschlossen, auf diese Art von Luxus künftig zu verzichten. Und fahren Sie ein anderes Auto jetzt? Ja. Haben Sie damit auch sozusagen die wilde Zeit abgelegt und sind Sie einfach ruhiger geworden? Kann man das eigentlich so? Ja, das kann man. Also ich habe mir das auch schwer vorstellen können, weil ich sehr junggesellige Instinkte habe. Ich glaube ja auch, dass das erblich sein kann. In meiner Familie haben alle Männer sehr spät geheiratet. Ich wollte gerade sagen, wie kann ein Junggeselle seine Attitüden vererben? Ja, also er muss ja wenigstens ist, mal... mit dem Vorwald habe ich das auch zu sagen versucht. Also mein Bruder war, glaube ich, 46 oder 47, bis er dann mal heiratete. Mein Vater war 40, ich war 40. Also wir haben uns da schon sehr viel Zeit gelassen. Und vielleicht wäre es auch so gegangen, das wissen wir alle gar nicht. Also ich bin niemand, den es in die Zweisamkeit von Anfang an gezogen hat. Aber fühlen Sie sich jetzt wohl in ja, der Zweisamkeit? Ja, das ist das Seltsame, dass das dann irgendwann kippte. Und dass ich jetzt diesen Zustand mit jemandem über längere Zeit relativ friedlich zusammenzuleben, sehr genieße. Relativ? Na gut. Mama, das, was sagen Sie dazu? Nein, es ist wirklich friedlich. Es ist friedlich? Ja, ja. Seit wann kennen Sie sich? Also kennen tun wir uns schon sehr lange, aber immer so auf Abstand und im großen Kreis mit Freunden. Sylt? Meistens auf Sylt. 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 Meistens Sylt, ja. Auf Sylt gesehen. Aber wie sind Sie dann näher zusammengekommen? Ja, das kam dadurch, dass ich zu Hause ausgezogen bin, eine Zeit lang allein gelebt habe, ein halbes Jahr und eine Wohnung suchte. Und zu der gleichen Zeit kam der Hans aus Amerika zurück oder wollte zurückkommen. Und wir haben uns auf Sylt getroffen, im Haus von Wolfgang Menge. Und wir merkten, beide suchten eine Wohnung. Und da sagte der Wolfgang Menge, warum sucht ihr euch nicht eine große? Das spart Geld. Wie er so ist, ne? Aber nicht, um zusammen zu leben, sondern mehr eine um eine Wohnung zu teilen. Und wir haben das dann... Luxuskommune, sagt wir haben das dann Luxuskommune. Wir haben das dann Kommune genannt. Bisschen alt dafür vielleicht, aber war ein Versuch. Und da haben Sie sozusagen nebeneinander hergelebt, aber in einer... Ja, wissen Sie, es gibt ja diese alten Hamburger Wohnungen. Die haben einen unendlich langen Flur. Vorne ein Wohnteil, hinten ein Wohnteil. In der Mitte ist Bad und Küche. Da trifft man sich dann so. Ne? Und wenn man will, trennt sich das wieder. Das war unheimlich tolle praktisch. Theorie. Eine tolle Theorie. Hat nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Jeder hat gehört, ob der andere Besuch bekam oder wie. Überhaupt nicht. Tja, ich weiß auch nicht, irgendwie war es... Na gut, da gab es zwei Möglichkeiten, entweder man trennt sich wieder oder man zieht richtig zusammen. Ja. Sie haben Letzteres getan. So ist es. Ja. In einer anderen Wohnung vermutlich. Ja, gleich in einer anderen Wohnung. Gleich in einer anderen. Da geht das gar nicht mit der Trennerei, das ist gar nicht möglich. Und geheiratet haben Sie? Nicht, nein. Nicht. Warum sollten wir das tun? Na ja, zum Beispiel, Sie kriegen doch eine Pension vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Sie auch, nicht vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber Sie auch. Mein Mann ist gestorben, ich kriege auch nicht. Also Sie sind nicht angewiesen darauf, auf irgendwelche Pensionen, Ansprüche? Nein, ich bin nicht auf ihn angewiesen. Sie sind nicht auf ihn, ist das wichtig? Schön, ja. Ach, wissen Sie, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, aber es ist nicht schlecht. Was haben denn Ihre Freundinnen und Familie gesagt, als Sie sagten, wir ziehen richtig zusammen? Denn das war ja dann auch sichtbar durch diesen Wohnungswechsel. Nicht? So was geschieht zwar so ein bisschen peu à peu, aber dann durch den Wohnungswechsel war das ja sichtbar. Ja, sicher. Und meine Freundinnen zum Beispiel, die hatten schon vorher Bedenken. Weil
Die haben mehr als ich wohl geahnt, wie schwierig es ist, mit so einem bekannten Mann zusammenzuleben. Ist nicht einfach. Ist auch nicht einfach. Nee. Umso wichtiger, dass sie selbstständig sind und nicht angewiesen genau. sind. Genau. So ist es. Ja. Und die Kinder? Ja. Die waren ja schon die Kinder haben nicht groß. Mit Abstand erstmal betrachtet. Und als sie merkten, dass das gut lief, jetzt ist es ein Herz und eine Seele. Abstand, weil er beim Fernsehen ist? Weil abwartend. Er auch fremd. Erstens fremd und dann so ein allseits bekannter Mann. Und ein Junggeselle, ein dezidierter. Sie waren und zwar vorher mal verheiratet, das sagten Sie, aber das war, glaube ich, ein paar Jahre. Fünf Jahre. Aber dann wieder lange dezidiert und bewusst Junggeselle. Und gern, ja. Und gern. Mhm. Und wie ist das nun? Nun haben Sie Kinder und Enkel, glaube ich, sogar auf einmal. Wunderbar, wunderbar. Ich hätte das nie geglaubt, aber ich habe ja eine Familie sozusagen übernommen und genieße das sehr. Ich hoffe, dass das die Familie die auch ihn findet. Noch alle. Die Familie auch? Ja. Also der Pascha, der da in der Mitte sitzt und es geht alles wunderbar. Zuerst habe ich ja immer Angst gehabt, wenn die Kinder da alle reinwuselten und auch noch welche mitgebracht hatten. Enkelkinder inzwischen. Ja, ja, dass ihm das alles zu viel wird und da wollte ich die immer bremsen und so. Aber er sagt, was machst du da eigentlich? Lass sie doch. Toll. So schön. Also so ein Wechsel, dass das noch möglich ist, ist eigentlich ganz wunderbar. Ja. Mussten Sie ihm irgendwelche Gewohnheiten abgewöhnen? Also die eben aus dieser Junggesellen-Porsche-Zeit. Vorsicht jetzt, Vorsicht. Ja, ja, da muss ich sehr vorsichtig sein, das ist wohl wahr. Ja, also es ist ihm schwer gefallen, wir zu sagen. Sagte immer ich. Sagte. Das hat sich schon geändert. Woher sollte es auch kommen, nicht? Also er war allein. Ich kannte auch den umgekehrten Fall, nicht? Wo eine Frau gesagt hat, ihr Mann hat aufgehört zu rauchen. Sie hat gesagt, wir haben uns das Rauchen abgewöhnt. Ich meine, das gibt's auch. Also, ja, aber jetzt sagt er wir. Ja, ja, schon. Ja. Und wie ist das so mit den häuslichen Arbeiten? Wer verrichtet er? Hilft er auch mal? Raten Sie mal, wer das macht. Gut. Also ich kann das auch, aber... Kochen kann er sogar. Ich komme so selten dazu. Kochen kann er? Ja, das weiß sie gar nicht. Hat sie gehört. Dass sie das kann. Das aber ist nicht wahr. Ein, zwei Mal habe ich gekocht. Aber in der Regel kochen Jahren, ein, zwei Mal. Ja. Meistens kocht sie sicher. Ist angenehmer als die NDR-Kantine wahrscheinlich. Viel angenehmer. Glaube ich. Und wie ist das? Gucken Sie noch viel Fernsehen eigentlich? Also weniger als früher, weil es mich nicht mehr unmittelbar betrifft. Ich muss nicht wissen, was der und der oder die und die dann und dann gemacht haben. Ich habe so ein paar Sendungen, die mich die letzten 20, 30 Jahre begleiten. Die gucke ich mir immer an. Die Montagsmagazine, die ja jetzt auch Donnerstagsmagazine geworden sind. Gelegentlich mal ein Fernsehspiel, von denen es nicht so viele gibt, leider, wie ich mir wünsche. Leider, ja. Ja, und Sport, wenn er live ist. Also nicht aufgezeichnet, sondern live. Dann haben Sie zwei Fernsehgeräte oder müssen Sie dann mitgucken? Wir haben schon zwei. Sie haben zwei. Also da kann er seine Leidenschaften. Gucken Sie gern Sport? Ich gucke manchmal mit, wenn es ein gutes Fußballspiel gibt, aber das muss dann schon was passieren. Das ist also, wenn nichts passiert, ist mir das zu langweilig. Und dann gehe ich nach unten und sehe was anderes. Und, wenn ich das möchte. Zeitungen, lesen Sie noch mehrere Zeitungen? Journalist ist ja gewohnt. Oh ja. Ja. Also, oh, das ist lange. Oh ja. Ja, das ist immer noch so ein Paket, das da jeden Tag kommt. Und lesen, also lesen kann man das wohl nicht nennen, weil das drei Tage brauchte, um den Zeitungssatz eines Tages zu lesen. Aber ich gucke durch, was mich interessiert, das lege ich mir weg und das lese ich dann auch, ja. Also ohne Zeitung tue ich mich schwer, das ist wahr. Das habe ich immer bewundert bei ihm, dass er in der Lage ist, 6 oder 7 Zeitungen jeden Morgen nach dem Wichtigsten durchzusehen. Das finde ich toll. Das macht ein Journalist, ist das gewohnt. Ja. Das ist, sonst ist das ja gar nicht zu bewältigen. Ne? Und die Zeitungen stapeln sich dann, oder? Ja, das ist auch so ein Problem. Ich darf nichts wegschmeißen. Tu das aber immer und dann... Gibt es die kleine... Ja. Katastrophe. Eine Katastrophe? Ja. Ja, das ist aber, das ist nicht nur bei Ehepaaren so, auch Haushälterinnen haben die Eigenschaft... zu ordnen, wo sie nicht ordnen sollen. Ja, und Zeitungen, also die stören eigentlich überall. Mhm. Ich habe jetzt bei mir einen Platz, nur was dort liegt, darf weggeschmissen werden. Ja, funktioniert cool. Das? Ja. Das probieren wir auch mal. Das wäre toll. Genau. Haben Sie Pläne, gemeinsame Pläne? Oder wollen Sie einfach nur noch
Golf spielen. Ich meine, das mit dem Golf, nee, das irritiert Reisepläne, mich ja. Reisepläne. Ja, eben. Ja. Also, er kennt die ganze Welt und ich noch nicht so viel. Reisepläne zu Golfplätzen in der ganzen Welt. Nein. Aber ich bin ja doch in der Welt ganz gut rumgekommen. Was kann man sagen? Also eben nicht. Wir wollen jetzt im nächsten Jahr, ab nächsten Jahr, mal etwas weiter wegfahren, etwas länger. Haben uns etwas vorgenommen. Sie waren mal in Vietnam. Da wollen wir auch hinfahren. Da wollen Sie hinfahren? Mhm. Sie waren da Korrespondent? Ja, ich war jetzt auch vor 2 Jahren mal da, oder vor 3 Jahren, mal zu gucken, wie das... Kann man da hinfahren schon? Ja, gar kein Problem. Die Lufthansa fliegt direkt von Frankfurt nach Ho Chi Minh. Aber es ist wohl kein Erholungsurlaub. Also Erholung ist es nicht, aber es ist aufregend. Es ist ein unglaublich schönes Land mit unglaublich interessanten Leuten. Also das kann ich jedem sehr empfehlen. Sollten Sie mal probieren. Sollte ich mal probieren. Mhm. War ich auch noch nicht da gewesen? Nee, war ich noch nicht. Vietnam, nee. Die wenigsten Menschen waren da. Kenne ich nur von irgendwelchen amerikanischen Kriegsfilmen. Ja, das ist, ja. Leider. Das ist doch das, woran wir denken. Ja, aber das ist die Tatsächlichkeit ist anders. Das hat sich geändert, ja. Könnte es passieren, wenn noch mal ein hochattraktives Fernsehangebot käme, dass Sie noch mal rückfällig werden? Nein, ganz ausgeschlossen. Ganz ausgeschlossen. Ganz ausgeschlossen. Sie sind ganz glücklich mit, so ist es. Mit Ihrem Leben. Ja. Das ist doch eigentlich sehr schön. Gibt es eine eine Wechselwirkung zwischen der Tatsache, dass Sie aufgehört haben mit dem aktiven Berufsleben und mit dieser Situation, die für Sie neu ist, eine Lebensgemeinschaft mit Kindern, Enkeln oder umgekehrt? Also hat das eine das andere bedingt, ermöglicht oder ist es einfach zufällig zum gleichen Zeitpunkt gekommen? Da habe ich nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo Sie sagen, kann da eine Wechselwirkung eingetreten sein. Also die Freude, die ich hatte am Reisen, am Schreiben und am Filme machen, die finde ich jetzt in einem anderen Rahmen, unter Verzicht auf all diese Dinge. Ja. Das kann schon sein. Vielleicht ist auch deswegen gar kein Wunsch mehr, diese Dinge nochmal zu tun, weil das andere so nicht viel sehr Spaß viel, macht. Ja, nicht sehr viel. Sehr schön. Ja. Nur war es ja ein Glücksfall, dass das mit dieser Luxuskommune nicht geklappt hat. Und dass daraus etwas anderes wurde. Ja, überraschend für alle. Überraschend für alle. Ja. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Danke. Ich darf Paula und Reto Lang zu mir, bitte. Hallo. 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 Der Reto ist Weltmeister im Halfpipe-Snowboard. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Ich verstehe davon so viel wie vom Handicap, nämlich gar nichts. Was ist das, ein Halfpipe-Snowboard? Das Snowboard ist eigentlich für sich und die Halfpipe ist ein anderes Ding wieder. Und was ist das Snowboard? Das Snowboard ist sozusagen, viele Leute sagen, es ist ein Bügelbrett, wo man quer draufsteht und fährt im Schnee runter. Aber mit Skiern fährt man doch so und mit dem fahren Sie quer? Genau, man fährt quer wie ein Surfer auf dem Schnee sozusagen. Das sieht auch ziemlich ähnlich aus. Surfer auf dem Schnee, ganz einfach. Und Halfpipe, das ist irgendwie eine Halbpipe? Genau, das ist eine Disziplin, die irgendwie aus dem Skateboard gegründet wurde dann. Und, da kenne ich's. Das wird ins Gefälle gelegt und da wird so ein Riesending gebaut, also so eine halbe Röhre. Und da wird runtergefahren und da werden halt Sprungfiguren gefahren und gemacht. Und das wird alles von der Jury bestimmt und... halt gemessen. Was mich immer wundert, Sie haben doch nichts, keine Bindung oder sowas zwischen den Schuhen und diesem Brett. Doch, es gibt weiche Schuhe, also die sehen aus wie Mondschuhe sozusagen fast und die werden mit Bindungen, das sind so, aus wie Schuhe und da muss man rein. Weil man sieht diese Snowboard immer so in der Luft und das Brett hängt, bleibt dran, da dachte ich immer, das muss schon sein. Ich dachte irgendwie... Schwerkraftveränderung, man weiß, bei diesen neuen Sportarten nicht, also, wenn man schon nichts vom Golf versteht. Also, sieht toll aus. Ja. Sieht toll aus. Und was machen Sie? Ich bin Verkäuferin. Verkäuferin? Hm. In einem Modeladen? Ja, in einem Modeladen. Sie sind Brasilianer? Doch. Ja. Ja. Und leben jetzt in der Schweiz? Ja. Wie kamen Sie nach Europa? Oder warum? Ja. Oder wie? 1990 zum Studieren, Deutsch lernen. Deutsch lernen. Einfach so. Einfach so. Ja, ich konnte schon Englisch sprechen, dann habe ich gedacht, ja, jetzt kommt Deutsch. Kommt Deutsch. Mhm. Und wo haben Sie sich kennengelernt? Ja, Österreich. In Österreich. Bei der Arbeit hat er gesnowboardet oder wie heißt ja, er? Fotos gemacht und dann habe ich zufälligerweise auch dabei, ich war auch dabei, und weil ich
Schnee so sehen wollte. Ah, Sie hatten noch nie Schnee gesehen? Nein, nein. Gibt es in Brasilien gar keinen Schnee? Doch, ganz im Süden gibt es ein bisschen Schnee, aber ich wollte noch nie dort gehen. Sie wollten den Schnee da sehen, wo er herkommt? Nein, so. Ich meine, ja. Der Schweiz! Aus der Schweiz, der Schnee kommt aus der Schweiz. Nein, ja. Exklusiv. Na, eigentlich, ich bin nach Deutschland gekommen, um Deutsch zu lernen. Ja. Dann habe ich gehört, dass eine Freundin von mir, sie hat gesagt, ich gehe nach Österreich, um ein Fotoshooting zu machen. Und wir machen Winter mit Winterkleider. Ja, dann habe ich gesagt, ja, Winterkleider, Schnee. Schnee, das will ich auch mit, also mitkommen. Ja. Dann habe ich zu dieser Agentur gekommen mit meiner Tasche, das war schon bereit. Dann habe ich gesagt, kann ich mitkommen? Und die Direktorin hat mir gefragt, können Sie Ski fahren? Habe gesagt, ich habe noch nie Schnee gesehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann Fußball spielen, ich kann Volleyball spielen, Basketball und segeln. Und er hat gesagt, okay, dann kommst du mit. Eine sehr legere Agentur. Aber ich wollte eigentlich alles bezahlen, Hotel bezahlen, Transport. Ja. Ich wollte einfach Schnee sehen. Und wollten Sie auch einen Mann finden vielleicht? Überhaupt nicht. Nicht? Nein. Hatten Sie schlechte Erfahrungen in Brasilien gemacht? Oder? Ja. Genau. Tatsächlich? Ja, genau. Also ich bin, wie sagt man das, Escape auf geflohen, Deutsch. Geflohen. Ja. Sie sind geflohen. Ja, von einer 4 Jahre ganz Krankbeziehung. Ja. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und gesagt, ja, jetzt für mich will ganz anderes, nur lernen und neue Leute, keine neue Männer. Kultur, keine Männer. Und da kam er? Ja, 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 immer. Eher zu mir. Also ich wollte nichts mit ihm am Anfang. Und? Haben Sie sich gleich, war es Liebe auf den ersten Blick? Nein, eigentlich habe ich mich zuerst für Ihre Kollegin interessiert. Weil sie immer so abschätzig geschaut hat. Und dann, okay, irgendwann ja, bin ich dann mit ihr zusammengekommen, so abends, aber es ist überhaupt nichts gegangen. Also, es ist nichts gegangen. Das war alles auf Distanz. Und danach fuhr ich in Urlaub, so eine Woche drauf, und habe sie mal angerufen und dann hat sie Nein, gesagt, du hast sie mich mir ja, nicht angerufen. 10-mal. Ja. 10-mal hat er angerufen. Ja. Nun haben Sie sich dann mehrere Jahre so Long-Distance-Beziehungen und Sie haben genau. in Brasilien besucht, genau. das müssen wir jetzt etwas verkürzen. Irgendwann kam es zu Heirat, aber warum? Genau. Also, wir wollten mal für eine längere Zeit, also uns richtig mal kennenlernen zuerst und mal sehen, ob da eine Beziehung möglich ist und so. Und dann habe ich ihren Job besorgt in der Schweiz und das war alles geregelt und es schaut alles gut aus. Und ich habe gesagt, okay, du kannst dann und dann anfangen. Es war, glaube ich, im Frühjahr irgendwann. Und es war alles geregelt. Sie hat ihr Studium an den Nagel gehängt und war voll drauf angestellt. Und dann bin ich im Sommer sie besuchen gegangen, bevor sie, dann wäre sie eigentlich mit mir wieder nach Hause gekommen. Und ich habe nochmals nach Hause angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung wäre und so. Und dann hat es geheißen, ja, ich soll mal aufs Arbeitsamt anrufen, es gäbe da Probleme. Und in der Schweiz, ja, das Arbeitsamt. Dann rufe ich an und dann hieß es, Brasilianerin in der Schweiz arbeiten, keine Chance. Das überhaupt war alles nicht. Zu perfekt. Keine also, Chance? Nein, keine Chance. Also dann habe ich nochmal nachgefragt und gefragt, ja, es gibt doch bestimmt irgendwelche Brasilianer, die in der Schweiz arbeiten. Und dann hieß es, Brasilianerinnen nur als Go-Go-Girl. Und dann... Go-Go-Girl, ist das eine bessere Umschreibung für Striptease? Ja, genau. Eigentlich ich habe Tanzerin gesagt. Und, ja, wenn und haben Striptease gemeint. Ja. Es ist sehr eigenartig. In Deutschland ist das so mit den Arbeitserlaubnis für alle Jobs, für alle Berufe, wo es in Deutschland keinen Ersatz dafür gibt, da dürfen Ausländer das machen. Wahrscheinlich hat der schweizerische Gesetzgeber sich nicht vorstellen können, dass eine Schweizerin sich entblößt oder gar mit den Hintern wackelt als Coco-Girl. Da muss man Brasilianerinnen holen. Meine Damen und Herren, das ist Rassismus von der subtilen Art. Wunderbar. Ja, ich denke, wenigstens etwas, also als nichts. Also wenigstens akzeptieren Sie uns. Als Tänzerin. Ja, warum nicht? Also war die Lösung Heirat, oder was? Ja, also dann kam eine brutale Zeit für uns zwei, weil wir mussten in 2 Wochen uns entscheiden, ob wir jetzt, weil sie hat wirklich das Studium an den Nagel gehängt und so und sie stand eigentlich leer da. Und dann
hat es geheißen, okay, es gibt eine Möglichkeit, entweder man heiratet oder es gibt eine andere Möglichkeit, man lässt alles fallen. Und ich war von ihr sehr fasziniert und ich wollte es nicht einfach so fallen lassen, weil es wäre nie wieder zusammengekommen. Es wäre einfach nicht möglich gewesen. Und fasziniert wollen Sie damit sagen, Sie waren verliebt? Ja, verliebt und fasziniert. Also beides. Also ich mit meinem Lifestyle habe Schwierigkeiten, mich so fest zu binden. Und ich wollte sie nicht verlieren. Also ich glaube, gegen den Lifestyle eines Snowboarders in der sogenannten Snowboard-Scene, die sehr grooving ist, wie ich mir habe sagen lassen, wo man immer gut drauf ist und ein gut Feeling hat, ist wahrscheinlich das, was wir vorhin meinten, ganz harmlos. Ja. Haben Sie einen Porsche? Nein. Nein. Brauchen Sie nicht? Nein, kann ich mir nicht leisten. Können Sie nicht leisten? Nein. Ist noch nicht so gut bezahlt, die Snowboard? Szene? Nein, noch nicht so. Also aber ich meine, man reißt da immer jemand auf, wie man auch so sagt in dem Jargon, oder? Ja, man ist doch immer nicht. Unterwegs. Ja, jetzt nicht. Jetzt muss er zu Hause bleiben? Er? Ja? Nein. Sie, aber Sie gehen zusammen aus? Ja. Ja, wir sind zusammen, wir leben zusammen, aber er macht zwar, was er will, ich mache, was ich will. Ja, beruflich und so, aber nicht sonst, oder doch? Ja. Also Vertrauen heißt das, oder? Ah ja, Sie vertrauen. Genau. Wie war die Hochzeit? Haben Sie richtig so in Weiß geheiratet? Nein, also wir haben uns das durchstudiert, wie wir das anstellen und so. Und wir mussten natürlich die Eltern überzeugen von den ganzen Ideen. Das war das Schlimmste, das war das Schwierigste. Und da kam ihre Mutter, meine Mutter hat das verstanden, mein Vater auch. Die haben das von Anhieb, okay, kein Problem, das kannst du machen. Und dann bei ihrer Mutter wurde das schwieriger, sie ist Künstlerin. Und dann habe ich das auf die romantische Weise versucht, habe so ihre alten Alben vorgenommen mit ihrer Heirat drin und so. Und ja, wir haben die Alben angeschaut und so. Und dann sind wir die Tränen gekommen. Es ist nicht schwer gefallen, das auf die romantische zu tun, bin ich ganz sicher. Charmeur, Charmeur. Und dann sind wir die Tränen gekommen und habe ich gefragt, ja, ich möchte die Paula eigentlich heiraten. Und dann war sie schockiert am Anfang, weil sie kannte mich gar nicht gut. Und dann bis zum Schluss hat sie gesagt, okay, einverstanden. Aber wenn man das hört, das klingt gar nicht so wie zwei Leute, die nur heiraten, damit formal irgendetwas geht. Also das war schon noch mehr. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja. Aha. Also ich frage jetzt ganz dumm, hätten Sie auch geheiratet, wenn das nicht gewesen wäre mit der Arbeitserlaubnis? Nein. Nein. Aber Sie wären also trotzdem nicht zusammengezogen? Ja, sicher. Ah, also Sie wären zusammengezogen, nur Sie hätten nicht geheiratet. Ja, also... War dann die Mutter bei der Hochzeit dabei? Ja, ja, meine Schwester auch. Auch? Sie ist auch aus Brasilien gekommen und meine Schwester aus den USA. Und was haben, fanden Sie das okay dann, die Hochzeit so? Wie war das? War das am Standesamt? Ja, in einem Museum. In einem Museum. Und hat der die sprechen doch Schweizerdeutsch da? Ja, das war komisch. Warum war das komisch? Also ich konnte am Anfang nur Hochdeutsch sprechen. Ja. Dann hatte dieser Mann gefragt, ich werde alles auf Schweizerdeutsch lesen. Dann habe ich gesagt, ja, doch, warum nicht? Dann hat er angefangen zum Lesen, alles ein ganzes Papier, so bla 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 bla. Und ich habe gar nichts verstanden. Dann habe ich angefangen zum Lachen eigentlich, weil ich habe gedacht, wann muss ich Ja sagen? Und er war einfach brumm, 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 brumm zu mir. Und dann hat er so, und dann ich habe jetzt, ja. Das und es war richtig. Ja, Bingo. Es hat geklappt. Und Sie waren auch verheiratet, es war nicht irgendwas anderes. Also irgendwie, ich war mal in Griechenland, habe ich mit einer Freundin zusammen ein Haus gekauft, waren wir beim Notar und der hat auch nur Griechisch gesprochen und wir mussten auch immer nicken. Am Schluss dachte ich, vielleicht sind wir jetzt verheiratet. Das Allerschönste ist, dass es in Griechenland, wenn man ein Haus kauft oder ein Auto, aber nur bei Gegenständen gibt es eine besondere Gratulation und die heißt Kalorisiko. Und ich dachte, jetzt sagt aha, auch noch Kalorisiko. Sie haben das ganze Risiko. Also Sie wussten, dass Sie verheiratet waren. Ja, aber eigentlich reden wir auf Englisch zusammen. Aha, Sie sprechen Englisch. War das ein anderes Gefühl? Hat sich irgendwas geändert in Ihrem Zusammensein? Am Anfang war es relativ schwierig, weil wir... Plötzlich kam das Feeling auf, irgendwie, man ist verheiratet und die Leute sehen das außerhalb viel ernster, als wir das sehen eigentlich. Weil wir wollten das noch so ziemlich
Freund-Freundin-Verhältnis einfach so beibehalten. Und von außen natürlich sagen die Leute verheiratet. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig abzuschätzen. Wie ist das mit den Namen? Haben Sie seinen Namen angenommen? Ja, es ist viel einfacher als meine in Brasilien. Wie ist Ihr Name? Meinen Namen habe ich immer Mühe gehabt mit meinem Namen in Brasilien. So lang. So lang? Ja, das muss ich hier. Zum Beispiel habe ich Travel Checks gehabt. Ja. Da muss ich meine ganzen Namen unterschreiben. Wie lang ist das? Wie heißt Paula Azevedo Magno Baptista. Und dann musste. Dann einmal musste ich 1000 Dollar wechseln, muss ich Paula Azevedo Magno Baptista aus 50 Dollar Checks. Immer. Immer. Ja. Und jetzt habe ich das Problem, dass bei mir alle Briefe mit Reto, Lam, Giazevedo, Magno, Baptista. Jetzt kommt bei mir noch mehr. Na, aber jetzt ganz einfach Paula Lam und dann schreibe ich gerne. Haben Sie Eheringe? Das. Hier? Das ist sehr ungewöhnlich. Das ist zu groß. Ah, das passt nur zu diesem. Passt nur da. Das ist perfekt. Es ist einfach. Irgendwo sagt das alles. Die neue Art der Ehe. Hier, das ist. Da muss man nicht mehr fragen, ist das anders als früher. Haben Sie eheliche Zukunftspläne? Nein. Das ist ja Sie machen Sie sich Gedanken, meine ich, wie das weitergehen soll, mit, ob man eben weiter zusammenlebt, ob das jetzt auch dadurch, dass man verheiratet ist, sich verändert? Nein. Nicht? Nein. Also Sie nicht? Also wir leben so von einem Tag auf den anderen und wir wissen, dass wir immer wieder mal eine Zeit voneinander entfernt sein müssen und eben, dass sie wieder mal in Brasilien ist für eine Zeit und ich wieder in der Schweiz. Und dann gibt es halt wieder mal so 4 Monate, sieht man sich nicht. Und nachher sieht man sich wieder für ein halbes Jahr. Und da spielt Eifersucht überhaupt keine Rolle? Nein. Also wenn etwas hier passiert ist, das ich nicht glaube. Aber das will ich nicht wissen. Ja, das ist auch eine Lösung. Ja, das ist so klar. Ich meine, ich frage nur so, weil Snowboard bist, also so ja. Diese Szene ist ja... Aber irgendwie, Sie wohnen jetzt zusammen? Haben ja. Bei Ihren Eltern? Oder ja, ich wohne zu Hause noch zu Hause. Und sie ist jetzt bei uns. Und wir haben ein Appartement ganz oben im Haus. Also. Und wenn Sie sagen, Sie wollen sich erstmal nochmal wieder trennen und so, dann sind Kinder wahrscheinlich nicht geplant? Ich glaube, eine Hochzeit fängt mit dem Kind an. Ich glaube, wenn die Kinder kommen, dann fängt... Dann erst fühlen dann Sie sich richtig verheiratet. Richtig verheiratet, ja. Das, jetzt das, ist es doch mehr eine Formalität. Dann ist mehr Familien. Dann müssen wir sie richtig an die Zukunft denken und so weiter. Ja. Aber jetzt, wir wollen das Leben genießen einfach und... Ja, zusammenbleiben. Unser Hauptgrund zur Heirat war eigentlich der, dass wir zusammen sein können. Das war eigentlich. Naja, aber trotzdem, dadurch. Wie Sie schon sagten, es verändert sich doch etwas. Es ist nicht nur so ein Schein, weil eben die anderen sagen, naja, die sind ja jetzt ein Paar. Wie war das eigentlich in dieser Szene? Also man sagt ja immer, in der Skiszene, zu dem gehört das ja am weitesten, ist die einzige Bindung die Skibindung, nicht? hat man das akzeptiert? Hat man sie belächelt? Wie hat man das aufgenommen? Nein, also meine Freunde, die mögen die Paula alle extrem gut und deswegen habe ich dadurch keine Probleme. Und bei uns ist eigentlich alles gut, was speziell ist und... In dem Sinne ist Hochzeit auch speziell. Ach so, exotisch. Das ja. Und dann noch eine Brasilianerin. Also jetzt, da haben Sie alle Erwartungen voll erfüllt. Wie lebt man als Brasilianerin in der Schweiz? Ich meine so vom Tanzen her. Also, ja, Sie haben doch bestimmt schon als Kind getanzt. Ich vermisse es. Ja, das habe ich um 3 Jahre angefangen. Mit einer Waschmaschine Rhythmus, hat meine Mutter mir gesagt. Ach, die Waschmaschine lief und Sie haben dazu. Ja, getan? Ich erinnere mich. Also wir haben eine ganz schlechte Waschmaschine gehabt, die viel Lärm gemacht hat. Also tschuke, 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 tschuke. Und dann habe ich wirklich getanzt. Ich erinnere mich. Fantastisch. Und das ist im Blut. Und ich vermisse das viel, besonders im Engadin, weil gibt's keine lateinische Kultur. Nein, die Engadiner sind für vieles berühmt, nur nicht fürs Lambada-Tanzen. Ja, ich habe versucht, zum Beibringen. Sind die auch, haben Sie versucht, was? Ja, das hat nicht geklappt. Sind die auch so langsam wie die Berner? Nein, nein, nein.
Die Berner sollen ja sehr langsam sein. Sehr ja, langsam. Neulich ist einer mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen, hat ihm gesagt, du musst zählen, 1, 2, 3, bei 3 ziehst du, dann geht der Fallschirm auf. Und der war weg, einfach weg. Dann haben sie ein Suchkommando eingesetzt, dann haben sie in einer Spalte, in einer Felsspalte gefunden, als sie so, hallo, dann hat er gesagt, 3. Das sind die Berner. Nicht? Ja, ich meine... Die Schweizer fordern einen immer heraus. Kleine Geschichten, ich liebe sie. Das muss sein. Also, Sie haben versucht, Kurse zu geben oder so? Ja, so ein Bade zu beibringen. Naja, irgendwann werden Sie wieder Brasilien besuchen und dann können Sie. Nein, also, ja, wenn ich nach Brasilien gehe, ist es voll tanzen jeden Tag. Also einfach, weißt du... Ja, man braucht es. Ja, ich brauche es. Ich brauche das wie Essen. Ist wirklich. So wie er wahrscheinlich sein Snowboard braucht. Oder genau. Das, genau. Das ist doch sicherlich mehr als nur ein Sport oder inzwischen auch ein Beruf. Ja, es hat sehr viel mit Lifestyle zu tun und das Ganze ist... Ja, man muss es probieren, um das Ganze selbst mitzubekommen. Das kann man nicht so erklären, einfach so in zwei Worten. Und das ist auch nicht was für jemand, der einmal kommt, 14 Tage und Urlaub macht, sondern das macht man einfach. Ja, es gibt solche, die es für 2 Wochen machen, aber ich mache das schon seit 10 Jahren und für mich ist es schon fast ein Teil meines Lebens geworden. Ja, eben das meinte ich. Tanzen und Snowboard, irgendwann können Sie das vielleicht kombinieren, ja, genau. Ne? Hat was gemeinsam. Ja, also ich kann schon Snowboard fahren, will ich immer auf dem Board tanzen, so 360. Das wäre doch was ganz Neues. Weltmeisterin im Snowboard tanzen. Gibt's, glaube ich, noch nicht. Ja, genau. Schön. Vielen Dank. Paula. Ich darf Sir George und Lady Valerie zu mir bitten. Nein, vielleicht die Dame hier. Okay. Sir George, ich wollte Sie in die Nähe von Paula setzen. Gut. Doch ganz angenehm. Hab schon vorher angefangen. Sie haben schon vorher angefangen. Aber warum bin ich nicht da dann? Ja, das ist... falsch gemacht. Das ist hier irgendwie schwierig. Falsch gemacht. Ja. Produktion falsch. Da ist was falsch. Ist das richtig, wenn ich sage Sir George und Lady Valerie, also mit den Vornamen? Sir? Vollkommen richtig. Nicht Sir Jolty. Das wäre falsch. Das wäre falsch. Sie können übrigens alles mich nennen. Meine Orchestermusiker, das geht so. In Amerika heiße ich Mr. Scholte, Mr. Maestro. Was ich also am liebsten habe sowieso. In England natürlich Sir George. In Frankreich, das ist schwierig. Manchmal Maître, das ist in Ordnung, oder Sir Scholti, das ist falsch. In Italien Maestro, in Deutschland Sir Georg, was ist auch falsch. Sir Georg. Also gut, ich kann nicht gewinnen. Ich sage aber meine amerikanischen Musiker, sie können mich alles nennen, nur nicht Georg. Georg. Oder George. Oder George. So sind wir ja nicht. Ja. Also ein bisschen. Aber in Amerika, wisst ihr, das muss sein. Sir George, seit Karajan... nicht mehr unter uns ist und Bernstein auch verstorben ist, sagt man, Sie sind nun sozusagen im Olymp und sind der Höchste und sind eine lebende Legende, ein Mythos. Jetzt möchte ich gern Lady Valerie fragen, wie lebt man mit einer Legende, mit einem Mythos? Ich habe Sie gefragt. Sir George. Sie haben die Antwort. Ja. Man fragt Sie und er antwortet. Schwierig. Aber Sie kriegen das ganz gut hin. Ja, ich kriege es ganz gut hin. Ja. Ich meine, es ist schon so, Sie werden also in der ganzen Welt inzwischen verehrt. Wir haben einen ganz kleinen Ausschnitt von Ihnen am Pult für diejenigen, die nicht so viel wissen über das, was Sie machen. Sie gehören ja zu den Prominenten, die ein Teil der Welt wirklich verehrt und der andere Teil weiß gar nicht, was Sie machen. Weil es eine eigene Szene ist. Das ist wie die Snowboard-Szene. Ein bisschen anders, aber auch eine geschlossene Szene, die ist etwas größer. Die Klassikwelt. Ich darf mal um die Einspielung bitten. Das ist Chicago. Very good beginning. Always nearly have it. Could you produce a little more sound? It should be violent. Really violent.
Toll. Ach, das ist fantastisch. Dieses Temperament. Das ist nicht meine, es ist Beethoven. Es war Beethoven? Wow. Ja, das war Beethoven von Ihnen interpretiert und von Ihnen sozusagen von diesem Orchester gefordert. Nein, Lieber, das ist anders. Ich habe 50 Jahre meines Lebens mit Beethoven oder gegen Beethoven versucht. Und erst ganz spät in meinem Leben, einen schönen Frühmorgen, ist wirklich, ich erzähle keine Legende, ist mir in den Sinn gekommen über diese Symphonie, der 5. Symphonie. Ja, warum mache ich nicht einmal, was er geschrieben hat? Er hat nämlich Metronomzahlen, wissen Sie, das ist der tickende Instrument, das ist der Metronom. Er hat Zahlen geschrieben, die keine angeschaut oder anschaut, weil sie sagen, seine Metronom war falsch. Das sei zu schnell. Und ich habe einmal versucht, das, was Sie gehört haben, das er geschrieben hat. Das war 108 einen Takt. Also viel schneller. Ja, das war eine Tradition. Das kam von diesen großen Ende des letzten Jahrhunderts, also Nietzsche, Furtwängler natürlich. Die haben es pom, 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 pom gemacht. Pom, 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 pom. Und bei Furtwängler gibt es diese wunderschöne Geschichte, diese Symphonie, weil sie das eingeführt haben. Er hat das also in Rom, das dirigiert, der 5. Beethoven. Und er war berühmt, dass er sehr lange nicht runtergekommen ist. Auftakt war endlos. Und da war er da und sagte einer, Coraggio, Maestro! Komm mal runter, komm mal runter. Ja, ist das eigentlich gesund? Ist das wie Gymnastik? Gesund. Schauen Sie mich sehr an. Gesund. Schauen sehr Sie mich wie an. Wie alt sind Sie? 82. 82. Fantastisch. Oh. Um die ganze Bandbreite klar zu machen, wie alt sind Sie, Reto? 24. 24? Sie auch? 24. 24, 20. Naja, aber ich meine, er steht Ihnen an Temperament in nichts nach. Ich ja nicht. Ne? Aber ich bin nicht angebunden. Sie sind nicht angebunden. Aber das hält doch jung, denn es gibt sehr viele Dirigenten, die sehr alt geworden sind und die bis ins hohe Alter gearbeitet haben, dirigiert haben, Böhm und auch Karajan. Ich war bei der Gymnastik. Es ist eine Gymnastik. Wenn mir jemand hat gesagt, du musst jeden Tag 3 bis 5 Stunden Gymnastik machen. Und ich werde einen großen Schreck haben, das ist nicht möglich. Aber das, was er tut, jeden Tag, auch zum Dirigieren, auch bei den Proben, nicht? Es ist viel Gymnastik. Ja. Allerdings gesund. Oberkörper betont. Absolut. Ja, ich sage, die Waden werden wenig belastet. Als Scherz sage ich, ich habe hier wie ein Boxer und hier wie ein Baby. Und naja, es geht. Sie müssen, also ich habe eben gesehen, wie Sie rumgesprungen sind. Haben Sie mit 82 noch einen vollen Terminkalender? Ich wage es Ihnen, das nicht zu antworten. Schrecklich. Weil ich nicht Nein sage. Ich sollte mal weniger arbeiten. Ist voll, der Kalender ist voll? Ja. Aber schrecklich. Samstag war in London, Sonntag Amsterdam. Ja. Amsterdam, ja, Montag, heute ist Dienstag, wir sind hier in Köln, wir gehen zurück nach Amsterdam heute. Und es geht durch. Konzert Amsterdam morgen, Donnerstag Madrid, Freitag Brüssel, Samstag Paris, Konzert Paris Sonntag und dann Montag Genf. Nein, Montag Ferien, nicht Genf. Dienstag, Genf, nein, Montag, Montag Ferien, lange Montag Ferien. 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 Ja. Wie lange machen Sie Ferien? Montag. Sie werden es nicht glauben, 3 Wochen. 3 Wochen machen Sie doch, im Sommer. Aber du arbeitest. Ah. Er arbeitet ja in den Ferien. Ja. Aber studiert. Reisen Sie mit? Ja. Ja. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Wie viel Zeit haben Sie, das ist lang. Wir machen es kurz. Ich habe ein Interview gemacht. Ich habe gearbeitet für die BBC, für Fernsehen. Ich habe eine Kunstsendung. Und ich wollte einen Film. Jede Woche ich machte etwas. Und es war ein Film. Und ich weiß nicht, warum.
Aber der Film war nicht angekommen. Und Freitagnachmittag, sie haben mich angerufen und haben gesagt, sie werden nicht diesen Film haben. Ist nicht möglich, ist nicht von Amerika gekommen. Habe gedacht, was konnte ich tun? So, ich habe einen Freund in Covent Garden, die Opera House, angerufen. Habe gesagt, haben Sie etwas? Weil es ist dringend, ich muss eine Sendung für Montagmorgen haben. Sie haben mir gesagt, there's always Scholti. Es gibt immer Scholti. Immer Scholti. Und ich wusste nicht, ob er könnte Englisch sprechen. Er war damals der Direktor, also ja, der Intendant der Covent Garden, ja, Oper. Ja. Und ich habe der Interview, ich war angekommen, sie haben mir gesagt, sie können ein Sportsteam haben, aber sie müssen ein Fußballmatch machen. Sie müssen da um 11 Uhr sein, am Savoy Hotel in London. Um Mittag, sie müssen weg. So, ich war angekommen. Also das Team musste dann das Fußballmatch machen? Okay. Und ich war, er war nicht da. Ich habe gesagt, wer ist diese Scholti? Und sie haben gesagt, wir sind in Eile, sie müssen schnell, schnell. Und so, ich habe gesagt, bitte, ich habe jemanden in der Hotel gefragt, wo ist Scholti? Und sie haben gesagt, Dr. Scholti wartet auf Ihnen. Aber wo ist er? Im Zimmer. So, ich war zurück in der Zimmer, ich habe geklopft auf der Tür, es war keine Antwort. Ich habe gesagt, was soll ich tun? Wieder klopfen. Und dann eine Stimme hat gesagt, was möchten Sie? Ich bin von der BBC. Ah, gar nichts. Und dann, die Tür war offen und da steht vor mir wie ein Boxer. Ein Mann gekleidet in Towels, wie sagt man? Handtücher. Also großen, in Boxen. Mit Dampf. Und er war in die Dusche, hat gesagt, oh, es tut mir leid, ich habe vergessen. Und dann der Tür wird zu und dann wieder offen und er hat mir gesagt, bitte kommen Sie hier hinein. Können Sie mir helfen, meine Socken zu finden? Ich hab's verloren. Und seit das suche ich die Socken. Haben Sie das Interview je beendet? Ja, wir haben das Interview gemacht, ja. Sie haben mal gesagt, das Interview hat 35 Jahre gedauert. In der Zwischenzeit 45 geworden. Na, 35. Alles in allem. War das schon, dann danke. Liebe auf den ersten Blick? Ist es da passiert an dem Tag? Oder haben Sie sich dann langsam später kennengelernt? Auf meiner Seite ja, aber sie wollte am Anfang nicht. Sie war verheiratet. Wir waren beide waren ja verheiratet. Mit den anderen. Mit anderen. Und Sie wollten? Er hat gesagt, ich möchte dir verheiraten. Ich meine, das ist unmöglich. Dumm. Unmöglich. Aber er hat es möglich gemacht. Er hat. Weil ich zäh bin. Sie sind zäh. Ist immer so. Bei Ihnen auch? Die versuchen. Ich war nach Tunesien, nach Djerba. Und ich habe gedacht, gut, ich bin weit, ich gehe nach Djerba. Und so, ich war nach Djerba in Tunesien. Und als ich komme in der Hotel, Djerba war nicht bekannt, wie es ist heute. Ja. Und sie haben mir zuvor gesagt, es ist ein Telefonanruf für Ihnen. Und es war er auf einem Berg in der Schweiz. Und er hat die Telefonnummer von diesem Hotel gefunden. Aha. Auch in der Schweiz. Schweiz ist ja für Sie ein wichtiges Land gewesen. Sie waren dort eigentlich nur kurz, wollten Sie da sein, da brach der Krieg aus. Und Sie mussten da bleiben, weil Sie ungarischer Jude waren, oder sind? Sieben Jahre. Ich bin 7 Jahre in der Schweiz geblieben. Ich kam, um Toskanin zu sprechen. Im Luzern. Er hat damals diese Luzerner Festspiele begonnen. Ja. Nachdem er Salzburg raus wollte und musste. Und ich kam daher, um mit ihm zu sprechen. Ich habe meine Stellung in Budapest verloren, hat man mich rausgeschmissen aus der Oper. Nicht aus Gründen dem Talent, sondern Gründen der Religion. Und ich bin rausgegangen zu ihm, um zu bitten, ob ich nicht nach Amerika, ob er mir nicht helfen würde. Aber nicht, weil Sie schon wussten, dass Hitler die Juden deportieren wird oder... Nein, also in Ungarn ist da noch nicht gewesen. In Ungarn hat das angefangen, im Grunde genommen 1942. Aber die Ungarn sind so talentiert. Sie haben das in ein Jahr fertig gemacht, was der Hitler 10 Jahre gebraucht hat. Nämlich haben 5 Millionen Menschen getötet. In einem Jahr.
und darunter auch viele meiner Familie natürlich. Nein, ich habe wahnsinniges Glück gehabt. Jemand hat mich gerade hier gefragt, bei Ihnen, einer Ihrer Leute, jetzt. Ja. Ja, wieso kamen Sie in der Schweiz und wieso, Sie müssen sehr intelligent sein, aber ich, nein, ich habe nur Glück gehabt. Gar nicht, ich wollte gar nicht. Ich wollte nicht gehen. Sie konnten da bleiben, aber als Sie dann Ihre Frau angerufen haben, oder noch nicht Frau, das war natürlich viel, viel später. Wie alt waren Sie, als Sie sich kennengelernt haben? Wie alt waren Sie, Lenny? 24, 25. Und Sie waren? 49, wir haben 25 Jahre, sind wieder apart. 49. Nun hat sich ja bei Ihnen herumgesprochen, dass Sie nach Ihrer ersten Ehe auch nicht gerade ganz mönchisch gelebt haben, um jetzt anzuknüpfen an das Leben. Sie haben sogar einmal in einem Interview mit Playboy, was immer diese ganzen Zeitschriften sind, Penthouse, ich weiß nicht, wie die heißen, haben Sie mal gesagt, Sie brauchen kein... Doch, Sie haben mal ein Interview mit so einer Zeitung, Zeitschrift gemacht. Wissen Sie gar nicht mehr. Oh ja. Das. Da haben Sie gesagt, auf die Frage, ob Sie irgendein etwas brauchen zum Abreagieren, Alkohol oder Drogen, da haben Sie gesagt, nein, es hat immer genügt, dass Sie die Frauen geliebt haben. Oh. Was ist schlimm dabei? Nichts. Aber mussten Sie sich, meine Frage ist, mussten Sie sich umstellen, als Sie nun plötzlich eine Beziehung einging und auch, Sie haben ja geheiratet. Im Gegensatz zu diesem Paar haben Sie geheiratet. Ja, damals hätten wir ja gar nicht so zusammenleben können. Heute ist es gang und gäbe. Heute ist es vollkommen selbstverständlich, dass junge Menschen oder mittelalte Menschen zusammenleben, ohne zu verheiraten. Damals, vor 25 Jahren, es wäre skandalös. Ihre Eltern würden gesterben, wenn sie nicht... Aber war das nicht die Umstellung? Und getötet. Oder mich gibt. Oder mich. War das nicht eine Umstellung für Sie? Ich war schon einmal verheiratet, das war nicht meine erste. Mhm. Meine erste Frau ist leider gestorben an Krebs. Und sie ist meine zweite, aber sie ist also die längere. Ja, und Sie haben ja auch Kinder, zwei Töchter. Ja, ach, zwei wunderbare. Zwei wunderbare Töchter. Zwei wunderbare. Ja. Alle meine Freunde. Hat das Ihr Leben verändert? Vollkommen. Ja, das war richtig, was Sie dass gesagt ein haben. Ehe fängt an mit den Kindern. Die Kinder kommen, das ist weil richtig. Unsere Kinder, es hat mich eine solche Freude. Wir haben so viel Freude, als eine Familie zu sein. Das ist lustig für uns. Das ist Sie, ich meine, Sie haben doch Ihr Leben sozusagen der Musik geweiht, geopfert, gegeben. Sie leben alles, für die Musik. Alles, und hatten Sie noch Zeit für die Kinder? Für die Kinder habe ich immer Zeit. Das ist das Erstaunliche. Ich habe lange Jahre nie ein Kind haben wollen, weil ich überzeugt war, das hindert mich an meine Arbeit, an meine Karriere, dummes Wort. Und ja, keinesfalls, ganz im Gegenteil. Es hat mein Leben verändert, es hat mich verändert. Der ungarische, deutsche Generalmusikdirektor mit diktatorischen Allüren. Ja, das sagt man Ihnen. Ja, ja, es hat sich geändert. Das hat sich geändert. Heute bin ich ein wohltätiger Diktator, ein sehr wohltätiger. Jetzt muss ich Lady Valerie fragen. Also Dirigenten sollen ja Autorität ausstrahlen, damit das Orchester das macht, was sie tut. Mhm. Wir haben es eben gesagt, nicht? Mhm. Violent soll das sein, hat er gesagt. Violent, das ist eigentlich schon ziemlich weitgehend, nicht? Und er muss Autorität ausstrahlen, er muss immer sagen, was gemacht wird. Er darf nie eine Unsicherheit zeigen, sonst überträgt sie sich aufs Orchester. Richtig. Aber wie macht er das dann privat? Muss er dann als Familienvater und Ehemann der auch... Ja, fabelhaft. Er ist ein guter Freund. Nein, er ist nicht so, dieses Temperament ist so in die Konzertsaal gelassen. Und auch nicht dieses immer diese starke Hand privat? Ich habe nichts zu sagen zu Hause. Sie haben gar nichts zu sagen. Glauben Sie das? Nein, überhaupt nicht. Wie ist das, wenn es ist die Zeit für Märchen, Weihnachten. Es ist die Zeit für Märchen. Wenn die Kinder etwas wollten, zu wem sind sie dann gegangen? Pushover. Nur sagt mein Pushover. Ja, er will alles tun. Und er hat immer alles nachgegeben für die Kinder? Ja, und Sie mussten das dann wieder, Sie mussten die Strenge sein? Es ist sehr schwer. Das ist schwer. Ja, ja ist, man, nein, nein. Was Sie möchten, es ist so, ich mache es auch.
Die Kinder kriegen alles. Weil er meint, dass man kann nie ein Kind verderben mit Liebe. Liebe. Mit Liebe. Absolut sicher bin ich darüber. Ja. Zu viel Liebe schadet nicht. Zu wenig Liebe schadet ein Kind. Wir glauben in die Familie, das ist so dieser große Kern ins Leben, wenn man eine gute Familie haben und diese Haltung hat. Aber dass das trotzdem geht, obwohl er so viel unterwegs ist, das ist ja eigentlich erstaunlich. Waren Sie denn immer mit auf den Reisen, auch wenn die Kinder, als die Kinder ja, weil waren? Die Kinder, vor die Schule, sie war immer mit uns. Und die hat auch die Planung gemacht, so dass in die Ferien, Schulferien, in Amerika. Oder fern von Europa. Wo sie noch klein waren, konnte ich also meine Arbeitspläne in Amerika nach den Schulferien richten. Natürlich. Ah, ja. Ah, ja, sie, klar, sie wussten. Als sie 10, 11, 12 Jahre alt waren, da ging es nicht mehr. Da konnten sie nicht unterbrechen, da mussten sie. Ja. Da waren böse Zeiten. Das waren 8 Jahre, wo sie eigentlich ohne mich und meistens auch ohne Mutter aufgewachsen sind. Aber nicht mehr, wir waren nie weit für mehr als 3, 4 Wochen. Mhm. Und waren Sie im Internat, die Kinder dann? Bitte? In einer Boarding School? Nein, sie haben in die Haus. Ja, aber endlich, aber bis 16 Jahre, nicht vor sie 16 waren. Waren Sie zu Hause und es war jemand da? Sie war zu Hause, sie haben immer die gleiche Kinderpflegerin gehabt, Hunde, Katze. Mein Lieber, das kann ich Hase. Mit großem Stolz sagen. Es hat keinen Tag vergangen bis zum heute, dass ich nicht telefoniert habe. Sie telefonieren jeden Tag? Ja. Keinen Tag mit den Töchtern und wenn Sie... Gleich, wo ich war. Ja, allem. Wir sprechen 2, 3 Mal ins Tag. Jetzt weiß ich, warum die Dirigenten so viel verdienen, genau, wenn sie so viel telefonieren. Die müssen. Das ist für die Telefon. Ja. Company. Ich muss noch etwas auf etwas kommen, das Sie verbindet. Also Friedrich war Sportchef beim ZDF, hat das Sportstudio auch geleitet und auch moderiert. Und Sie sind ein großer Fußballfan. Wieso wissen Sie das? Oh, das hat sich herumgesprochen. Das wir alle wissen. Ja, ja. Sie schauen gerne, ne? Oh, immer. Immer? Immer. Immer. Eigentlich jetzt schaue ich in Television nur das an, Nachrichten. Fußball. Sonst nichts. Es kann passieren, wenn ein großer Match ist, dass er dirigiert ein bisschen schneller. Ich kenne die Geschichte nur von, glaube ich, Bruno Walter, der so gern gegessen hat und immer schon hungrig war und schneller dirigiert hat, damit er schneller zum Abendessen kommt. Aber das ist mir neu. Eine schließt das andere nicht aus. Eine schließt das andere nicht aus. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen allen. Es ist ja wunderbar zu hören, dass eben auch bei einer lebenden Legende, die so viel unterwegs ist, die Familie doch eine so wichtige Rolle spielt. Ja, ja. Und dass die Partnerschaft auch eine wichtige Rolle spielt. Sind Sie auch seine Kritikerin? Da lässt er sich von Ihnen kritisieren? Ja, ja, er fragt mich immer. Ich bin die Ohren. Oh ja. Ah, ja. Oh ja. Ich sitze und er sagt, absolut, wie war das und der Balance. Ja, das ist ja auch wichtig als Künstler, dass man jemanden hat, mit dem man über alles sprechen kann. Ich bedanke mich bei allen, dass Sie gekommen sind. Am Samstag ist die Sendung auf Dreisat wiederzusehen, wer es verpasst hat. Und in der nächsten Woche haben wir natürlich auch wieder eine Sendung. Und die heißt dann, passend zum Jahresanfang, Alles auf Anfang. Und als Gäste sind unter anderem TV-Moderator Frank Elstner und die ehemalige RAF-Terroristin Silke Meyer-Witt. Ich bedanke mich bei Ihnen. Auf Wiedersehen. Ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen.